Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Revelations. Wir sollten zu den Roma. Wir haben jetzt gerade nicht eine Stunde lang das hier sogar mehr als eine Stunde, weil du ja auch kurz mal einen Cut drin hattest. Aber ich, just me. Nee, der Cut ist mit drinne. Also der wird weitergezählt. Das alles aufgedeckt und ja. Wir machen jetzt weiter mit Hauptmission. Ich muss nur noch eben mein Streamdeck aus dem Schlaf holen, so. Dann, geht's wieder rein. Ist ja fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Effendim. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace, kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon, wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser, gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldtruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret, wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Eine Gruppe byzantinischer Templer hat eine Truhe mit dem Gold der Roma gestohlen. Ja, kriegen wir. Besser als wenn man kleine hier. Wie heißt die nochmal? Kopf, hier, Regenbogen, Topf. Hier, ich komme nicht drauf. Irische Kobolde. Besser als wenn du Kobolde beklaust. So. Silent and deadly. Einfach an den Hinterkopf geworfen. Warum lachen hier Leute im Hintergrund? Weil es lustig ist. Jetzt muss einem doch den Arm abreißen, wenn man da so dran hängt. Korrekt. Ich finde die Etiketten dieses Tieres, dessen Namen ich nicht erwähnen werde, solange sie uns nicht sponsoren, echt fancy. Don't drink and drive, drink responsible, meine ich ernst, ganz wichtig. Alkohol, nix für Jugendliche, nur ganz responsible. Gut, einverstanden. Hm. Dann laufen wir mal dahin. Und sonst so, Ladies? Was macht ihr so in eurer Freizeit? Meine Schwester führt übrigens ein Bordell. Ich habe Visitenkarten dabei. Warum laufe ich nicht einfach in der Mitte? Nee, das wäre auffällig. Die hätten sich fast ins Hemd gemacht. Weißt du, die Fremden erschrecke ich am liebsten. Unsere Opfer heute Morgen. Ihr Loser. Ist die Bettler fertig zu machen. Hey, aber cool. Hobby. Wir haben einen Sprauch, ein Hobby. Ich kämpfe gegen die Armut. Holger, 36, verprügelt gerne Obdachlose. Genau das. Ach, kommst du jetzt gleich zum Bitchfight? Hier so Katzenkampf? Nee. Die tanzenden Mädels gegen die nicht tanzenden. Ja, ist ja lustig. Euch bei. Ach, ich brauch Giftfeule. Das Geld wahrscheinlich auch gestohlen. Ja klar. Hat sie ja gesagt, das muss sneaky sein. Nicht auf einen. Was ist los? Ist er krank? Es ist der Fluch. Der Runterfalligkeit. Da war die Ragdoll ein bisschen doller am Arsch. Stimmt wohl. Und es juckt keinen. Das ist das Geile dran. Er liegt einfach tot da. Es juckt legit niemanden. Das ist das Schöne ist, das müssen wir jetzt viermal machen oder dreimal noch machen. Ich bin ja tatsächlich immer geklettert. So. War spannender. Ja, aber hast du nicht in Assassin's Creed 2 aufgepasst?
wie ich erklärt habe, wie solche Missionen am besten gehen. Ja, bin ich gesagt, dass das, was ich gemacht habe, gut war. Deutlich weniger Frustfaktor. Auf jeden Fall, wirklich. Ich kann mich noch echt gut dran erinnern, wie häufig ich dann in solchen Scheißdingern versagt habe und es mich immer wieder genervt hat. Was zum Teufel geht hier vor? Ist das der Fluch der Roma? Ja. Der was? Gott hilf uns. Korrekt. Keine gute Idee. Er hat's gecheckt. Alles richtig. Gib ihm den Kasten. Er ist der einzig Schlaue. La, 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 la. Mal schnell 8 Achi mitgenommen. Er hat sich den Namen gemerkt. Vielleicht. Alter, hey, die Frau hat ihn einfach umgenietet. Sie hat ihm aber richtig eine Schelle gegeben. Heilige. Hört den Ruf, tötet euren Feind. Hallo, ich will ihn anvisieren. Hast du gesehen, was der Doktor verkauft hat? Warum kommen hier immer die Verrückten und die Hausierer entlang? Ist da irgendwo ein Willkommen? Sie tanzen einfach so. Na, einen Menschen vergiftet, er wird gleich sterben. Verrückte Zeiten gewesen damals. Ja. Ganz verrückte Zeiten. Willkommen, Verrückte. Ihr habt das schon mal gesehen. Das ist der Tanz der Bärbische, nicht? Das ist der Neffi. Genau, Tanz der Bärbische. Die alten Tricks sind immer die besten. Seid vorsichtig, Ezio. Es heißt, die Truhe sei verflucht. Wohin, Belladonna? Hier lang. Und bleibt wachsam. Belladonna nicht auch irgendwie so ein Gift? Nee. Kennt ihr den Begriff Ägyptier? Kenn ich. Sie. Wusstet ihr, dass das Wort aus der irrigen Annahme entstand, nicht. Mein Volk käme aus Ägypten? Findet ihr das beleidigend? Ich finde es lustig. Mein Volk stammt aus dem Osten Persiens und darüber hinaus. Und doch wurden wir zu Einwohnern eines Landes gemacht, das wir nie sahen. Die Menschen urteilen schnell und korrigieren sich nur langsam. Das Menschen stimmt. Sind du. Sehr weise und absolut schlug. Die einfachste Antwort ist doch meist die beste. Auch das ist korrekt. Vor allem, weil viele Menschen nicht einfache Antworten einfach nicht verstehen. Ihr solltet das zählen. Sicherstellen, dass nichts fehlt. Ihr habt unseren Dank, Ezio. Und von jetzt an könnt ihr auf uns zählen. Egal was, egal wann. Gut zu wissen. Wenn ich, sagen wir, Geld leihen möchte, komme ich zu euch. Ja, aus dem TikTok da, ne? Ja. Ja, der so viel schlimmer war sogar noch als Hitler. Ja. Ich 13 Millionen Leute, Genozid. Easy. Und warum? Ja, er hat die halt nicht gemocht. So, gibt's... Kann ich nicht schnell... Es gibt kein Schnellreisesystem in diesem Spiel. Fällig. Verdammt! Da. So, wir müssen noch genau 10.000 sparen. Für was? Armbrust. Die kostet ja diesmal 18.000 oder so. Oder 16, ich bin mir nicht sicher. That's a lot. Was ich ganz cool finde, bei Divinity, wenn du deinen eigenen Char erstellst, oder wenn du deinen Charakter erstellst, musst du dir am ganz zum Schluss ein Instrument aussuchen, was deine Musik quasi spielt. Du kannst zwischen einer Flöte, einer Laute, noch irgendwas und einem Cello wählen. Und Dominik und ich, weil wir das Lied Du spieltest Cello von ich krieg sie immer durcheinander, Udo Lindenberg? Ja, der andere war Udo Jürgens, der ist schon tot. Nee, Lindenberg, ja. Ja, und das Lied lief damals bei Edeka, als wir da gearbeitet haben, immer im Radio. Und jedes Mal, wenn wir Ware gepackt haben, Du spieltest Cello.
Das ist ein Indiz für Lindenberg, ja. Wir haben es gehasst, wie die Pest, Alter. Wirklich, Alter. Jedes Mal. Ja, und dann immer mit seinem Jack Daniels und Drogen verstromten Gesichter, ey. Der hat doch, nee, was anderes. Likör. Der war doch immer so ein Likörsäufer. Der hat doch auch diese Likörbilder immer gemalt. Verzweifelt. Keine Ahnung, was der gesoffen hat. Der Typ ist absolut kaputt, ey. Irgendeine Freundin von Steffi hat tatsächlich auch so ein Original Udo Jürgens. Ich bin begierig, für etwas Größeres zu kämpfen. Warte, Udo Jürgens. Jetzt verwechsel ich ihn doch. Ist nicht Udo Jürgens, sondern der andere. Wie heißt der andere nochmal? Ist es nicht. Jürgens. Udo Jürgens. Udo Jürgens. Was ist der doch? Udo Lindenberg, by the way. So. Lindenberg. So, und dann gibt es. Likörelle statt Aquarelle, ne, wie man es halt kennt, mit Wasserfarben gemalt, hat der Likörelle mit Schnaps gemalte Bilder. Ein wahrer Mann. Ja, Macher, soll ich sagen. Und wie gesagt, eine Freundin von Steffi hat sogar so ein Ding. Sind die was wert mittlerweile? Japanische Malerei. Ausstellung. Sind die Dinger hässlich? Nein, das stimmt nicht. Das ist Kunst. Ach, halt der Maul. Du bist hässlich. Ist korrekt. Siehst du, ich widerspreche dir nicht. Alter, kosten fast 2000 Euro die Dinger, wenn du die so haben willst. Alter! Das denke ich mir bei Kunst sehr oft. Warum ist der Scheiß so teuer? Das ist so hässlich wie die Nacht. Okay. Da habe ich in der dritten Klasse Besseres gemalt. Ja. Nicht viel besser, aber doch schon besser. Die Bilder, die deine Kinder malen und die du an den Kühlschrank hängen solltest, sind hübscher. Nee. Die haben hier Talent von mir. Wow. Das sind halt so Postkartenmotive, so. Ja, okay, aber. Ja, wow. Alter, die Fresse. Ich hoffe sehr, dass das Bild gefälscht ist. Kannst ja keinem erzählen, Alter. 1900 Euro für so einen Schmutz, Alter. Stimmt, den habe ich ja letztes Mal gar nicht eingenommen, weil der Typ ja abgehauen ist. 42 mal 56 Zentimeter, das ist voll auch irgendwie so groß nur. Da hinten ist er, schon gesehen. Ja gut, hab ich gesagt, dass... Kenn ich den nicht irgendwo her? Ich kenne den Mann. Das könnte er sein. Einen Moment. Den holen wir uns. Oh, ihr gewinnt Schatz mit mir und hab euch nie gesehen. Richtig. Nie gesehen. Er hat doch was zu verbergen. Wohl nicht. Müssen wir nämlich nur noch anzünden und dann haben wir es nämlich auch geschafft. Burn, Baby, burn. Burn, Baby, burn. Letztes Mal ist uns der Templer abhanden gekommen. Nennen wir es mal abhanden gekommen. Ja, wir haben alles, was wir hatten, auf ihn geschossen und gemacht und getan. Aber nein. Er hat überlebt, ja, das ist auch. Verdammt, das Haut an den Moment, das war wieder jemand anders. Ja, ein bisschen. Laufe ich eigentlich ja noch auf das Schnellreisesystem? Besser. Unterschlupf. So, hoffentlich gleich so. So weit laufen hier. Und Überfahrt und Übersee und See über. Okay. Ah, jetzt geht das los, stimmt. Die Markierungen kommen mir bekannt vor.
Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar? Ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair! Wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg. Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals. Abbas, keine Fehler. Zumindest bei uns. Ich assoziiere das so doll irgendwie schon mit Ezio halt. Mir komisch vorkommt. Keine Gnade für dich! Keine Gnade! Abgemorkst. Von Himmel. So, ich muss hier hoch schimpfen. Wohin? Ah ne, das war der falsche. Wann fangen wir das eigentlich wieder an? Nächste Woche. Wann fangen wir an? Erstmal ja, wenn ich wenn ich arbeiten muss, ja, weil ich eine Spätschicht habe. Ich kann sonst nächste Woche eh nur Sonntag, weil wir, wie gesagt, kurz vor dem Urlaubsmodus sind. So. Ja, dann nächste Woche Sonntag. Ex-Haros, was ein Mensch. Und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Weg. Er ist einfach weg. Quasi nie da gewesen. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder. Traust du dich doch eh nicht. Luftattentat. Hätte man mit rechnen können. Ja, sollen. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, Altair. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil.
Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahinscheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Alter ihr, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassine, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Halten Sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Das ist eine verdammt gute Frage, die wir in der nächsten Folge beantworten werden. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.